Weshalb die Eule bei Vollmond schreit. Es wird erzählt, dass früher einmal im Himmel ein Reich existierte, das von einem Raja mit seiner Gemahlin und seinen drei Söhnen regiert wurde. Wegen seiner Lage im Himmel erhielt das Reich den Namen Himmelland. Weiter wird erzählt, dass Himmelland ein blühendes Reich war, dessen Bürger einmütig und friedfertig lebten, so dass es nicht erstaunlich war, wenn viele Kaufleute und Händler dorthin zu Besuch kamen. Unter den Kaufleuten und Händlern, die kamen, waren auch Kaufleute aus Erdenland anzutreffen, dem größten Feind von Himmelland. Die ankommenden Kaufleute und Händler vergaßen nie, dem klugen und weisen Herrscher von Himmelland Geschenke und Gaben als Dankeszeichen zu übergeben. Es wunderte nicht, wenn der Herrscher von Erdenland missgünstig die schnelle Entwicklung in Himmelland ansah und immer nach einer günstigen Gelegenheit suchte, es zu vernichten. Allerdings musste der Herrscher von Erdenland eine recht lange Zeit auf die von ihm ersehnte Gelegenheit warten, denn zunächst besaß der Herrscher von Himmelland noch keine Tochter. Der Herrscher von Erdenland beabsichtigte nämlich, seinen Feind erst dann anzugreifen, wenn er eine erwachsene Tochter besitze, um so dann die Prinzessin zu entführen und zu seiner Königin zu machen. Doch zurück zum Leben der Familie des Herrschers von Himmelland. Schon lange sehnte sich der Herrscher nach seiner Tochter. Und eines Tages, so wird berichtet, versammelte er die Ulama, die Weisen, die Minister und die Generale und auch alle anderen Würdenträger des Landes. Er wünschte von ihnen Auskunft darüber zu erhalten, ob er einmal eine Tochter bekommen werde. Da trat einer der anwesenden Weisen hervor, küsste des Herrschers Hand, gab sie wieder frei und studierte sie dann voller Aufmerksamkeit. Dann fiel er auf die Knie, verneigte sich und sprach: Mein Herr, zunächst möchte ich euch meine Ergebenheit bekunden und um Gnade wegen meiner Dreistigkeit bitten, euch zu prophezeien, was sich mit euch zutragen wird. Nach Betrachtung der Rillen und Linien in eurer Hand, mein Herr, werdet ihr wohl in Kürze eine Tochter bekommen. Diese Tochter wird ein schönes, anmutiges Mädchen werden, und kein Mensch im ganzen Erdenland wird sich mit ihr an Schönheit messen können. Doch Gnade, mein Herr, tausendfach Gnade, verneigte sich der Weise und fuhr in seiner Prophezeiung fort. Durch diese Tochter, die demnächst geboren werden wird, wird euer ruhmreiches Land zugrunde gehen, denn ein Herrscher von Erdenland, der Himmelland schon immer beneidet, wird euch angreifen, weil er euch eure Tochter, die ihr auf Händen tragt, entreißen will. Dann werdet ihr, Herr, mit dem von euch geliebten Himmelland und zusammen mit den Ministern, den Generalen, den Bürgern und dem gesamten Staat zugrunde gehen. Dann, nicht lange darauf, bewahrheitete sich die Prophezeiung des Herrschers. Nach der Zeitpunkt gekommen war, den die allmächtigen Götter vorausbestimmt hatten, gebar die Königin dem Herrscher die lang ersehnte, reizende und anmutigende Tochter. Alle Palastangehörigen und die gesamte Bevölkerung von Himmelland freuten sich mit und begrüßten die Geburt der Prinzessin. In allen Ecken des Landes hielten die Bürger Festlichkeiten ab, veranstalteten Wettkämpfe und die verschiedensten Spiele als Zeichen ihres Jubels
und ihrer Mitfreude über das Glück, das die Angehörigen des Herrscherhauses durch die Geburt der Prinzessin erfahren hatten. Man verhätschelte die neugeborene Prinzessin und übergab sie einer Amme, die dort ordentlich versorgen und pflegen sollte. Und immer, wenn der Herrscher Zeit hatte, rief er nach der Amme und brachte dann die Prinzessin, damit der Herrscher sie sich auch anschauen konnte. So groß war die Liebe des Herrschers zu seiner neugeborenen Tochter. Als dann die Prinzessin herangewachsen war, so wird erzählt, erinnerte sich der Herrscher an die Prophezeiung des Weisen, damals in dem Palast, der erklärt hatte, Erdenland werde einmal sein Land angreifen und es vernichten, um die Prinzessin zu bekommen. Im Herzen des Herrschers entstand der Wunsch, die Prinzessin an einen Ort zu bringen, der als sicher angesehen werden konnte, wenn Erdenland tatsächlich einmal einen Angriff unternehmen sollte. Aber es sah so aus, als gäbe es keine andere Möglichkeit, die als sicher gelten konnte, als die Prinzessin zu nehmen und auf dem Mond zu verstecken und dort für einige Zeit zu lassen. Da befahl der Herrscher, auf dem Mond einen prächtigen Palast zu bauen, und an einem Tag, der vorher festgelegt worden war, brach die Prinzessin gemeinsam mit ihrer Amme zum Mond auf, begleitet mit aller Würde, wie es herrschaftlicher Brauch ist. Der Herrscher und die Königin, Begleiter der von ihnen sehr geliebten Prinzessin, vergossen nur Tränen und vermochten nicht das Geringste zu sagen. All dies hatte seinen Grund in der Liebe des Herrschers zu der Prinzessin, der er erwarten wollte, in die Hände des als roh bekannten Herrschers von Erdenland zu fallen. Unterdessen verbreitete sich unter den Bewohnern der Erde die Nachricht, dass Herrscher von Erdenland eine große Armee zur Vorbereitung eines Angriffs auf Himmelland aufstellte, denn er begehrte sehr die Tochter des Herrschers von Himmelland. Jeden Tag wurden Militärübungen abgehalten und auch eine Art von Wehrpflicht für alle Bürger des Reiches wurde eingeführt. Alle Vorbereitungen für den Krieg wurden getroffen und dann einen glänzenden Sieg davontragen zu können. Als der vorher festgelegte Zeitpunkt dann gekommen war, drangen die Truppen von Erdenland in das Gebiet von Himmelland ein und von flammender Begeisterung getragen, marschierten sie auf seinen Palast zu. Der Angriff auf den Palast wurde vom Herrscher von Erdenland persönlich geführt und als sie ihn erreicht hatten, suchte er sogleich nach der Prinzessin. Sehr groß wurde der Zorn des Herrschers von Erdenland, als er erkannte, dass die Prinzessin versteckt worden war, um die zum Angriff der Erdenleute zu entziehen. Der Herrscher von Himmelland wurde zusammen mit seiner Königin, sämtlichen Ministern, den Generalen und allen Palastangehörigen durch die Streitkräfte von der Erde getötet. Auch die Gebäude rings um den Palast wurden völlig zerstört und dem Boden gleichgemacht. Zunächst hatte die Armee von Himmelland nach den Angriffen der Streitkräfte von Erdenland widerstehen können. Doch weil dessen Truppen immer zahlreicher wurden, konnten die Heere im Himmel den entsetzlichen Angriffen nicht standhalten. Es dauerte nicht lange und die traurige Nachricht erreichte die auf dem Mond wohnende Prinzessin und ihr Schmerz war groß, als sie hörte, dass Vater, Mutter und alle Palastangehörigen von den Armeen aus Erdenland getötet worden waren. Sie wünschte das Grausame, das ihr der Herrscher von Erdenland angetan hatte, zu vergelten. Doch was sollte sie tun? Sie, eine Prinzessin, dazu noch ohne Reichsinsignien und mit zerstörtem Kriegsgerät. Jetzt besaß sie nur noch eine Amme, die sie sehr liebte. Seitdem die Prinzessin die Unglücksbotschaft vernommen hatte, war sie immer traurig. Tagsüber war ihre einzige Tätigkeit, an einem Fenster des Palasts zu sitzen, zu grübeln und dorthin zu starren,
wo früher der jetzt zerstörte Palast ihres Vaters gestanden hatte. Währenddessen suchte die Amme ständig nach einem Mittel, um die Prinzessin zu trösten. Doch alles war vergeblich, denn die Prinzessin dachte ständig an das Antlitz ihrer Eltern und an den Glanz ihres Palastes. Eines Tages dann, so wird erzählt, als die Prinzessin so ins Leere starrte und die ruhmvollen Zeiten früher im Reiche ihres Vaters dachte, da fiel ihr Blick plötzlich auf eine Blume, die sich auf der Erdoberfläche entfaltete. Die Blume sah äußerst prächtig aus und funkelte, von den Strahlen der Sonne getroffen. Die Prinzessin wünschte sich, sie zu besitzen. Doch was sollte sie tun? Die Blume befand sich auf der Erde, im Gebiet des Landes, das früher das Reich ihres Vaters zerstört hatte. Sie wollte gerne hinuntergehen, fürchtete aber, der Herrscher vom Erdenland könnte sie ergreifen. Dennoch bat sie die Amme, ihr die Erlaubnis zu geben, auf die Erde hinabzusteigen und jene Blume zu holen. Die Amme riet ihr, auf keinen Fall einen Fuß auf den Boden zu setzen, denn wenn sie einmal dorthin gegangen sei, werde sie bestimmt nicht mehr nach oben kommen können. Die Prinzessin beachtete den Rat ihrer Amme nicht, und eines Tages stieg sie herab auf die Erde, ohne ihre Amme vorher Bescheid zu geben, um die Blume, nach der sie sich schon lange sehnte, zu holen. Groß war ihre Reue, denn das, was sie als eine Blume angesehen hatte, waren offensichtlich nichts anderes als hier und dort verstreute Zuckerroschabfälle. Auch erkannte sie, dass sie sich in eine Falle begeben hatte und dass Abfall und Schmutz nur ein Köder gewesen waren. Sie versuchte, zurück zum Mond zu fliegen, aber was sollte sie tun? Auf einmal konnte sie ihre Flügel nicht mehr bewegen. Da entfernte sie sich von jenem Ort und setzte sich verlassen und grübelnd unter einen Baum, wobei sie sich aus Furcht, ein Bewohner der Erde könne sie sehen, verborgen hielt. Als sie über ihr Geschick nachdachte, schoss es ihr auf einmal in den Sinn, den Baum zu ersteigen und von dort zu versuchen, zurück zum Mond zu fliegen. Offensichtlich war es der Prinzessin aus dem Himmel aber vorbestimmt, immer, wenn sie hochflog, zurückzukehren zu müssen, denn ihre Bemühungen, zum Mond zu gelangen, blieben erfolglos. Dabei verwandelte sich ihr Körper, ohne dass sie sich dessen bewusst wurde, Stück für Stück in den eines Vogels, und mit der Zeit wurde sie zu einer richtigen Eule. Das ist der Grund, warum man bei Vollmond immer eine Eule schreien hören kann, die dabei von Baum zu Baum fliegt und sich bemüht, zu ihrer Amme zurückzukehren. Die Amme im Mond wartet schon lange auf ihre Ankunft, doch niemand kommt. Sie sitzt sinnend unter einem großen Waringinbaum. Und das ist das, was man bei Vollmond deutlich sieht. Einen Waringin und unter ihm einen sitzenden Menschen.